Von dem braucht man aber am meisten, deswegen kaufe ich hier meistens immer zwei Stück gleich. Und wir gucken jetzt mal hier, ob hier irgendwo noch Bauaufträge sind für uns. Nee, dürfte eigentlich nicht sein. Passt. Müssen wir warten. Wir warten und warten und warten natürlich. Ja, das ist halt natürlich doof, dass der bloß 5 tragen kann. Oder fahren kann. Das dauert halt seine Zeit. So, jetzt möchte er sogar, dass ich einen Kindergarten baue. Habt sogar nur 19 Tage Zeit. Hoffen wir doch mal, dass ich jetzt alles dafür da habe. Kindergarten habe ich sogar. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir passen, stecken die Grundschule hier mitten ins Wohngebiet. Und ja, beschaffen uns hier natürlich damit, ja, einiges an Spaß. So, wir brauchen dann noch ein Glasfahrzeug. Am besten noch ein zweites, weil wir brauchen hier viel Glas. 20 Stück, so. Und wir brauchen noch einen Betonmischer. Ach verdammt, da haben wir natürlich auch den kleinen verkauft. Aber wir haben halt nicht mehr so viel klein und das ist natürlich auch sehr schön. So, 28 brauchen wir dafür und dann machen wir das auch so. So, und dann stellen wir natürlich alle Leute ein. So. Und ja, machen das hier fertig. Du bist aber lange unterwegs. Ja, die werden auch von Zeit zu Zeit immer langsamer und das ist natürlich auch doof. Ja, das ist natürlich auch hier schon ein Tag um ist. Das ist natürlich jetzt auch nicht gerade helfend. 245.930. Aber wir sollten damit heute fertig werden. Und bekommen dann satte 404.160 Euro. Das ist eine, ich sag jetzt mal, relativ stolze Summe, würde ich meinen. Ne? Also ist es nicht mal hier eben. Damit kann man sich schon ein paar Fahrzeuge mehr kaufen. So, habe ich jetzt ein neues Fahrzeug freigeschaltet? Nein, natürlich noch nicht. Noch einmal müssen sie dann fahren. 10, 10. Ja, super. Insgesamt habe ich schon 19.000 reingesteckt hier. Habe aber auch genug Geld, also passt soweit hoffentlich alles. 38.588 bis jetzt natürlich. So, du möchtest gleich Neues haben. Du kriegst Neues. So, wir kaufen uns noch so einen kleinen Transporter, damit wir das hier auch noch holen können. So, wir brauchen neue Landschaftsgärtner. Aber wir brauchen ganz normale Gärtner halt. So. Check. 10, 13 und 12. Na, scheiß drauf. Mach mal einfach mal so. Passt schon. Haben ja jetzt schnellere Fahrzeuge und mehr Kapazitäten. 10, 10, ja, 10 von 10. Perfekt. Hätte ich so jetzt nicht erwartet. Passt. Hier sind sie jetzt auch fast durch, denke ich. Oder nein, sind sie noch lange nicht. Dauert aber nicht mal lange, bis sie hier durch sind. Auch perfekt. Da weiß ich natürlich, dass wir das Fahrzeug dann auch verkaufen können. Und wenn wir dann den mittleren Glas- und Türentransporter haben, ist auch gut. Ja, aber ich glaube, das haben wir fast. Das haben wir fast. Noch eine Lieferung. Tja, da haben wir die Lieferung. Das heißt, wir können jetzt hier einfach mal zuschlagen und 3 Stück kaufen. So. So. Glastransporter können verkauft werden. Der Rest muss halt erstmal repariert werden. Das muss halt auch zwischendurch mal gemacht werden, logischerweise. Damit nichts Schlimmeres passiert mit den Fahrzeugen. So, hier ist die Grundschule schon ziemlich gut am Bauen. Das werden wir heute doch nicht schaffen. Leider. Ich werde jetzt mal ein ganz kleines Schlückchen trinken, damit ich weiter aufnehmen kann. Es wäre blöd, wenn nicht. Und da seht ihr jetzt einfach hier, wie der Baufortschritt ist. Ist auch mal schön zu sehen, ne? Also bis gleich.
So, Freunde, da bin ich auch wieder. Mit einer neuen, frisch geölten Stimme, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Habe ich euch schon was über meinen neuen Monitor gesagt? Nee, ich glaube nicht. Ich kann euch aber jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen, was das für ein Monitor ist. Da müsste ich jetzt mal, oder spicke ich jetzt mal ganz kurz übers Handy. Beobachte natürlich, ob ich hier neue Aufträge bekomme oder nicht. Muss ich tatsächlich mal ganz kurz spicken, damit ich euch das sagen kann. Ich persönlich weiß es nämlich jetzt gerade noch nicht. So, meine Bestellungen. Details anzeigen. Genau, das ist der. Juhu, ich hab's geschafft und hab jetzt 400.000 bekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön, würde ich sagen. So. So kann man das machen, genau. Das ist der Asus Full HD Monitor. 61 cm. Also praktisch 24 Zoll. VG 248 QE mit 144 Hertz und einer Millisekunde Grau zu Grauer Zeit. Und ja, ich habe mich ganz bewusst für ihn entschieden, da ich keine 800 Euro oder 850 Euro für einen Monitor ausgeben wollte. Beziehungsweise 600 ungefähr, wollte ich halt damit nicht ausgeben oder wollte ich halt wirklich nicht ausgeben. Ja, hat halt 144 Hertz, perfekt für mich, das was ich halt wirklich möchte. Eine Millisekunde Grau zu Grau, in Rainbow Six bin ich auch ein bisschen besser geworden, bis auf die Ranked Games, da bin ich wirklich noch grottenschlecht. Ich spiele die aber auch immer wirklich, wenn es nachts ist oder so, wenn ich todmüde bin. Und ja, jetzt müssen wir die Grundschule bauen. Das wird jetzt natürlich eine Heidenarbeit. Die Grundschule ist groß und ja, möchte viel haben. Ich würde die Grundschule halt tatsächlich hier hinstellen, damit wir halt ja schneller die Sachen besorgen können. Haben halt insgesamt hier 11.000 Ausgaben. Also wir stecken hier wirklich viel, viel, viel Geld rein. Was natürlich noch sehr spannend werden kann am Ende. So, habe ich jetzt eigentlich schon freigeschaltet? Nein, natürlich noch nicht. Könnte ich jetzt mit dem Auftrag freischalten. Und da sieht man natürlich den Geschwindigkeitsunterschied zwischen den Fahrzeugen. Ist wirklich enorm. Und naja, so, 419.521 passt perfekt, würde ich sagen. Passt perfekt. Ach, warum habe ich das jetzt gemacht? So, dich werde ich verkaufen. Und dich werde ich verkaufen. Jetzt habe ich nur noch langsam, oder zwei Betonmischer, die etwas langsamer sind. Ja, das passt soweit eigentlich auch alles. Ich krieg das hier auf jeden Fall dadurch, dass ich die Grundschule so nah dahin gebaut habe, kriege ich das auf jeden Fall schon mal besser hin und könnte das tatsächlich an einem Tag ja, mitbekommen. Ne? Große Landschaftsgestalter habe ich freigeschaltet. Bingo! Die wichtigsten sind aber tatsächlich die Metallbauer hierbei, die ich natürlich hier nicht brauche bei den Projekten. Oh, das könnte Kopfschmerzen bereiten. Das könnte sehr, sehr große Kopfschmerzen bereiten. Ja. So, 9 von 9. Perfekt. Das haben wir auch fertig. Und ich habe einen neuen Auftrag. Hier. Sehr schön. Brauche ich einen Metallbauer? Nein, auch nicht. Ah, sowas ist halt wirklich immer bescheiden, sage ich jetzt mal. Ja, sowas ist wirklich immer bescheiden. So, dann brauche ich natürlich noch so einen großen. So.
Warum habe ich die jetzt losgeschickt? Die können das ja eigentlich schon durchgehen. Das war jetzt nicht schlau von mir. Ja, das war echt nicht schlau von mir. Nein, war es nicht. So. Ich muss natürlich auch hier bei auf die ja, Ganzheit achten, natürlich. Logischerweise. Ja. So, 111 von 120. Wir haben es bald. Wir haben es fast. Ist aber noch ziemlich kompliziert. Ja, ich habe das Ganze, also ich habe den Monitor bei Otto bestellt. Das war innerhalb von einem Tag da. Obwohl die Lieferzeit wirklich etwas länger angegeben war, war es eigentlich relativ schnell da. Und ich bin bisher ziemlich begeistert. Mein alter Monitor, wisst ihr ja, ist ziemlich schnell nach einem Jahr circa kaputt gegangen. Da hatte ich halt Bildfehler unten. Und ich muss halt bei dem Monitor sagen, das ist absolut nicht möglich, dass es hier irgendwie so dazu kommt. Die Verarbeitung ist wirklich großartig. Und dafür, dass der Bildschirm nur 300 Euro kostet, ja, ist es natürlich, ne, kann man so einiges dazu sagen. So, 39.000 gegen 6. Ja, das ist natürlich nicht so schön, aber ich bekomme halt jetzt noch 500.000 dazu. Heute hoffentlich noch. Ich weiß nicht, vielleicht klappt das ja, vielleicht klappt das auch nicht. Und ja. 100%, 100%. Große Gruppe Maschinenmeister? What? Okay. Ja, aber ich bekomme die Metallarbeiter nicht groß. Das ist das Schlimme. Ich bekomme jetzt gleich einen Auftrag, den ich wieder nicht schaffen werde. Ja, weil ich keine großen Metallbauer habe. Ich bin hier immer noch auf der Dings. Und das wird extrem schwierig, das rechtzeitig zu schaffen. Weil hier natürlich nicht immer dazu gearbeitet wird, dass ich das schaffen kann. Das ist nicht schön. Vielen Dank für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Die ganze Stadt freut sich über dieses neue Gebäude. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen einen weiteren Projekt bei dir melden. Ja, hab jetzt 500.000 bekommen, hab fast 1 Million Euro. Check. Check Bumbalaka, sage ich dazu nur. Und ja, es passt schon. Ach ja, ach ja, ach ja. Na, jetzt wird das aber hier langsam knapp jetzt, würde ich sagen. Ja, die Fahrzeuge sind halt wirklich noch so langsam. Da ich die... Oh nö, ernsthaft, noch ein einziges. So, und jetzt den Wasserturm. So, was brauche ich dazu? Große Metallbauer. Kann ich noch nicht machen, weil mir diese großen Metallbauer fehlen. Und dann brauche ich noch eine mittlere davon und kann es auch noch nicht bauen, weil ich keine große Gruppe Metallbauer habe. Weil ich noch nicht mal ansatzweise